meine Historie ist, dass ich seit 10 Jahren hier in Wien bin. Ich bin hierher gekommen wie so ziemlich jeder Deutsche, sagen wir mal, deswegen ist ein Studium war es gewesen. In meinem Fall war das Theater- und Medienwissenschaft. Und ja, tolles Archivstudien bzw. Geisteswissenschaften, wie Sie so wissen. Tor, wer ich war, habe ich dann immer gesagt, ja, ich würde gerne irgendwie in die Medien runterkommen. Und damals war das so ein Traum, ein bisschen Redakteurswesen, in der Redaktion arbeiten. Damals schon, so als kleiner Punkt, die ganze Zeit, oh, Videogames dann toll und Traumberuf, Videogames-Analyst. Dann hofft man heute mal so was in die Richtung, muss uns eventuell in die Medien einführen. Ja, so bin ich nach Wien gekommen, habe da Theater- und Medienwissenschaft studiert und bin dann noch 4 Jahre oder so, also im 8. Semester, wo man dann eigentlich schweigen weiter sein sollte. Gerade vor und rechts zurück. So nützlich wie jede Geisteswissenschaft. Was? Auch die andere Geisteswissenschaft auch. Es war halt, was die Katze gemacht hat. Also quasi, ich bin jetzt das Haus, geben dir zwei. Okay, du sagst zu mir, go. Und da bin ich jetzt da gestanden und dachte mir, gut, was mache ich? Ich habe eine Medienakademie gewechselt und dachte, das war eine Analysungskraft, Aufbildungslehrer. Und in weiterer Folge, weil es einen Teil von uns gab, der mir da überhaupt nicht zugesagt hat, dachte ich mir, naja, was für ein Videoschnitt dort schon. Weil der Thema-Organisationsverlust, den ich hätte machen sollen, der war qualitativ. Nicht so unbedingt meins. Jedenfalls bin ich dann eben so zum Videoschnitt gekommen, damit die Jungfrau zum Kinde fasst. Und habe mir aber eigentlich nicht dabei gedacht, dass ich, nee, das könnte mal das sein, was ich beruflich mache. Ja, und jetzt, wo ich mit meiner Story fertig bin, wie gesagt, zur Videoproduktion bin ich durch diesen Kurs gekommen, dass ich das allerdings beruflich mache, hätte ich nicht gedacht. Ich bin dann aber, anders als geplant, nicht im Redakteurswesen geworden, sondern eben jetzt in der Videoproduktion. Wo bin ich jetzt ganz genau untergekommen? Jemand schon was von der Investment Punk Academy gehört? Oder wie mit Investment Punk? Gerade eben. Super, sehr gut. Hätte es nicht erzählt, ne? Ja. Na gut, okay, die Investment Punk Academy, die fußt auf dem Gerald Hörhan, dem selbsternannten Investment Punk. Der nennt sich deshalb so, weil er 2010 das Buch rausgebracht hat. Und dort seine unorthodoxen Methoden zur finanziellen Freiheit beschreibt. Unorthodox. Diese ganzen Autoritäten, die gesagt haben, du musst im Anzug antanzen und von 9 to 5 arbeiten und so weiter, das ist alles Bullcrap. Wenn du erfolgreich sein willst, werde Unternehmer, nimm das Risiko auf dich, arbeite was, dann hast du auch Erfolg. So in ungefähr. Und aus diesem Bucherfolg heraus haben sich dann eben zum Investment Punk ernannt und eben jetzt auch die sogenannte Investment Punk Academy gegründet. Was ist das? Das ist eine Plattform, wo man unter anderem eben auch Videokurse anschauen kann online. In dem Fall finanzielles Wissen, also es geht darum, wie kaufe ich eine Wohnung, welche Risiken soll ich nehmen, wie investiere ich richtig an der Börse, solche Sachen. Ja, und diese Kurse, die kommen natürlich in alle Info, beziehungsweise er kann natürlich auch rumgehen. Das ist zu sehr. Wir haben kurz ein paar nette Zuschauer auf der Bühne. Die Masse. Hey, Crowd. Ihr könnt sich ja mal filmen lernen und super. Also wie gesagt, diese Videokurse müssen natürlich auch gemacht werden und das mache ich mit meinen Kollegen. Wir sind das Videoproduktionsteam und machen eben diese Online-Videokurse in unserem Studio, das wir eben dort betreiben, direkt in der Akademie im 1. Bezirk. Und aus diesem Grund möchte ich heute einfach mal ein bisschen über die Basics der Videoproduktion ein bisschen referieren. Denn, wie es vorher eben schon erwähnt worden ist, Video ist eigentlich so das momentan gängige Medium, sondern wenn du im Internet irgendwas transportieren willst, irgendwelche Stories, irgendwelche Inhalte. Und darum die Frage, hat irgendjemand hier schon mal Videos produziert für YouTube irgendwas? Ja, doch ein paar, nicht schlecht, okay.
Welche Richtung ging das so, sage ich jetzt mal? Mehr so mit dem Handy filmen oder doch auch schon auf andere Art und Weise? So richtig. So richtig, richtig. Okay, gut. Für den Rest, was ja immerhin noch die Hälfte war, starte ich jetzt mal mit den Basics von der digitalen Videoproduktion. Warum digitale Klammer? Naja, weil sich das einfach nicht geändert hat. Also seit jeher fußt die Videoproduktion auf drei Säulen: Pre-Production, Production und Post-Production. Ja, das sind die drei Punkte. Was ist das alles? Das gehen wir jetzt im Detail durch. Pre-Production ist eigentlich also ziemlich das langweiligste, das es gibt. Und darum ist die zweite Google-Mensch sagt, Peter. Pre-Production. Ja. Die Pre-Production ist einfach der komplette organisatorische Vorgang. Da werden am Drehbuch noch letzte Hand angelegt und das Ganze einfach verfeinert. Meistens ist da nur der Regisseur und die Produzenten anwesend, weil ja, die müssen halt mal den Rest einfach koordinieren. Das heißt, wie gesagt, Drehbuch wird feingeschliffen. Es findet Location Scouting statt, das heißt, man schaut mit, wo dreht man das Ganze jetzt überhaupt, keine Ahnung. Ein paar Filme sucht man hinter verlassenes Fabrikgelände, man besorgt sich Drehgenehmigungen und dergleichen und so weiter. Man erstellt die Storyboards, man will ja auch wissen, wie man das Ganze dann letztlich aufnimmt. Also wie soll der fertige Film schauen, aus welchen Perspektiven wird gedreht, welche Einstellungsgrößen und dergleichen werden gewählt. Jeder weiß, was Einstellungsgrößen sind? Ja. Nicht so wirklich, okay. Wie gesagt, einfach nur die Einstellung Nahaufnahme, Super Close-Up und solche Sachen eben. Das sind Ausstattung, wie gesagt, Kostüme, Setbilder und dergleichen wird alles angefertigt. Ja, die Darsteller wollen natürlich auch gecastet werden, außerdem muss der Filmstab zusammengesetzt werden, also Beleuchter, Kameraleute, pipapo, man kennt ja diese ewig langen Listen am Ende von irgendwelchen Filmen. Ja, das ist der Stab. Ja, und natürlich gibt es noch jede Menge Papierkram zu erledigen. Das heißt, dieser Stab wird natürlich eigentlich unter Vertrag genommen werden, externe müssen natürlich entsprechend bezahlt werden und das will ja alles amtlich festgehalten werden. Warum erzähle ich das jetzt überhaupt, sage ich mal, diese doch eher auf den professionellen Filmbereich angelegten, wenn man eigentlich um Webvideos, wenn es um Webvideos geht, die wir Männern eher alle produzieren können? Naja, die Pre-Production wäre in diesem Fall einfach von wegen die Idee aufstellen und was brauche ich dafür? Das heißt, welches Equipment brauche ich, wie will ich das Ganze umsetzen? Derartige. Du kannst natürlich bei der Videoproduktion fürs Web von bis anfangen. Es reicht dir natürlich, Handys werden immer besser, es gibt mittlerweile schon Linsen, die du aufstecken kannst und so weiter und so fort. Also kannst du ab sehr kleinem Budget natürlich anfangen, aber es geht dann auch bis hinauf. Ich habe gerade vorher mit dem Daniel ein bisschen geredet, der hat sich jetzt eine neue Kamera zugelegt und die hat schon ungefähr einen Wert von, wir haben gesagt, 8000 Pi mal Daumen. Also ja, wie gesagt, das ist aber noch lange nicht das Nonplusultra, sondern nach oben hin, sondern kaum Grenzen gesetzt. Wie gesagt, das sollte man natürlich durchaus überlegen, was mache ich jetzt ganz genau für ein Produkt im Web dann letztendlich. Und dann kann es an die Produktion gehen. Die Produktion ist eigentlich, sag ich mal, der erste wirkliche Teil, der, sag ich mal, Spaß macht, würde ich sagen. Das andere ist mehr so für Zahlenfreunde. Rumschieben und dergleichen. In der Produktion, das sind dann eben, wie gesagt, die eigentlichen Dreharbeiten. Ja, sind meistens so, je nach Film, also was haben wir reden aber von einem 90-minütigen Spielfilm, sagen wir mal, zwischen 12 und 100 Drehtage. Oftmals natürlich mit einem ordentlichen Puffer, weil man weiß ja nie von wegen, gibt es irgendwas, vor allem bei Außendrehs, was nachgedreht werden müsste. Also Wettereinflüsse kann man natürlich auch nicht immer bestimmen, Beleuchtung und dergleichen aus dem Saar. Manchmal auch nur, dass man mit Naturlicht drehen will und so weiter. Ja, am Set selber, bei einem größeren Film, herrscht militärischer Drill, möchte ich fast sagen. Also jeder ist wirklich für seinen Bereich verantwortlich und trägt da die volle Verantwortung dafür. Das heißt, wenn der Beleuchter irgendwo ein Kabel rumliegen lässt, irgendjemand stolpert drüber, der Scheinwerfer fliegt um, 10.000 Euro im Arsch, ja, der hat seinen Job einmal gemacht. Das war's dann. Also wie gesagt, diesen Bereich, den machst du und zwar mit vollster Hingabe, dafür bist du verantwortlich bis zum Letzten. Das ist allerdings auch, würde ich sagen, bei kleineren Videoproduktionen, so wie es wir in der Academy machen, durchaus schon sinnvoll, wenn man da einfach wirklich eine Disziplin am Set walten lässt.
einfach nur, ja, worauf man acht gibt, da muss man nachher weniger nachkorrigieren. Beispiel dafür, wie gesagt, ist der genaue Ablauf, man kennt ja das mit der Kamera und Action. Läuft immer ab, dass der Regisseur darum bittet, erstmal ja, Ruhe im Raum, dass man ein bisschen anfangen könnte, wie es der Michael vorhin versucht hat. Dann sagt der Regieassistent bzw. der Regisseur, naja, Ton ab, der Tonmensch sagt von wegen läuft oder Ton läuft. Dann läuft die Kamera, Kamera ab, Kamera läuft, immer mit Antwort, das muss natürlich sein, dass sich alle auskennen. Ja, dann wird die Synchronklappe geschlagen. Synchronklappe schlagen hört sich jetzt, man. Klappe schlagen kennt wahrscheinlich jeder hier im Raum, oder? Hm. Weiß auch jeder, warum man das macht, wieso und weshalb? Und dann alle Dinge sozusagen einen gemeinsamen Startpunkt zu geben. Genau. So ist es meistens, vor allem der Ton extern aufgenommen wird. Identifizieren Text und das Identifizieren. Das natürlich auch. Die Text identifizieren, da stehen ja Informationen drauf, welcher Take, welche Szene und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch klar. Aber vornehmlich halt auch, um das Ganze zu synchronisieren. Im modernen Film hat man dann so Plexiglasklappen, wo unten der Timeboard ist. Das wird dann alles synchronisiert mit der Kamera. Früher hat man einfach Holz aufeinander geschlagen, also so eine Holzklappe, um einen ordentlichen Knall zu erzeugen, dass man eben weiß, okay, da läuft auf der Kamera der Ton, da auf dem Tongerät und dann hat man das schön aufnehmen können. Ja, dann eben wie gesagt, ja, das beliebte Old Action. Ja, dann wird die eigentliche Szene gedreht. Und zum Schluss kommt dann logischerweise das Cut. Also wie gesagt, diese Vorgänge kann man im Kleinen machen, sollte man eigentlich auch einfach, um eine gewisse Disziplin zu wahren, damit nachher weniger schief läuft. Ne? Und jetzt kommt eigentlich der Teil, den wir nachschauen. Entschuldigung, erstmal unser Set hier in der ersten Bank kennen, damit wir das Ganze wirklich machen. Hier drehen wir eigentlich unsere ganzen Videokurse. Was haben wir alles? Wir haben hier eh auch schon ordentlich Beleuchtung, sage ich mal, haben wir eben hier auch diese ganzen Softboxen im Welt. Am Filmset ist natürlich ganz anders. Wir drehen unsere Kurse meistens, weil es eben meistens Interviewsituationen sind. Gerald, der Investmentbank, referiert meistens mit irgendwelchen Hosts und so oder Fachmännern aus speziellen Gebieten. Dann wird es eben in einer Schuss-Gegenschuss-Interviewsituation mit einer Totale, die da in der Mitte eben steht. Die eben den gesamten Raum einfängt und so kann man dann eben das Ganze auch schön schneiden, wenn dann irgendwelche Hoppalas passieren oder Abbrüche und dergleichen stattfinden, dass man das dann eben schön machen kann. Das ist jetzt hier unser Studio, hier sitzt normalerweise mein Vorgesetzter Max, aber lustigerweise Max, der ist eben meistens für die Aufnahmeleitung verantwortlich, da sitze meistens ich, nehme den Ton auf mein Gerät und ja, da sitzt der Gerald in der Mitte von diesem Monitor. Ja, und dann haben wir das wundervolle Studio. Kamera, wie gesagt, gibt es eben von bis hier benutzen für unsere Shows, die wir da machen, beziehungsweise unsere Videokurse, die wir machen und auch für den YouTube-Kanal, wo wir eine wöchentliche Show produzieren, die sogenannte erste Punk-Show. Benutzen wir eben so DSLR-Systemkameras. Ist so, würde ich sagen, mittlere Preisklasse, so ein Gerät kostet jetzt Rahmen und Objektiv, sage ich mal, Hausnummer 1500 bis 2000 Euro ungefähr. Kann man aber, wie gesagt, natürlich auch mit dem Handy machen. Handy wird besser, gibt jetzt alle aufsteckende Sachen, aber wie gesagt, im semi-professionellen Bereich so eine System-DSLR-Kamera ist ganz sinnvoll. Das ist das Tonaufnahmegerät. Zoom ist, glaube ich, ganz gängiger Hersteller. Mein Tonbaum, den ich mich immer sehr stütze mit unseren zwei Funkstrecken und eben dem Gerät zum Abhören aufnehmen. Ja, dann geht es natürlich eigentlich in die Post-Production, wenn einmal das Ganze abgedreht ist, das ganze Material. Da würde ich sagen, wird es dann eine wirklich interessant eben. Da werden dann die ganzen einzelnen Szenen zusammengeschnitten, montiert, sagt man auch. Farbkorrektur und Grading, was ist der Unterschied? Farbkorrektur, naja, ich werde es noch einmal anhand von einem Beispiel zeigen, ist einfach um generell, wenn ein Bild ein bisschen unterbelichtet ist oder sonst irgendwas, dass man das eben alles nachkorrigiert. Grading ist dann das, was man vielleicht im momentanen Film hauptsächlich kennt. Es ist sicher schon mal jedem aufgefallen, dass Hollywood-Filme meistens so eine ganz spezielle Stimmung haben, Farbstimmung. Das ist eben Grading, dass sie wirklich so einem Film einen eigenen Look verleihen. Ja, CGI, Computer Generated Imagery, wird dann noch eingefügt, also Effekte und dergleichen. Ton wird natürlich überarbeitet, Soundeffekte, die sogenannten Foleys eingefügt und ja, Filmmusik eingebaut. Das sind so die Hauptschritte in der Postproduktion. Verschiedene Software braucht man dazu. Wir benutzen den Marktführer momentan, also zumindest im semi-professionellen Bereich, das ist die Adobe Creative Cloud Lösung. Kennt wahrscheinlich jeder, Photoshop und dergleichen.
Die Creative Cloud umfasst aber eigentlich alles und die ganzen Programme greifen auch ineinander. Das heißt, du kannst mit Photoshop deine Hausnummer Grafiken irgendwie erstellen, die dann ins After Effects rüber gleich importieren und daraus dann eine Animation erstellen, Bauchbinde, was auch immer. Aus dem Premiere, das Premiere Pro ist die eigentliche Schnittsoftware, die auch recht gängig ist und einfach benutzen. Und Adobe Audition ist AU, das ist eben zur Nachbearbeitung vom Ton. Ja, Mitbewerber sind unter anderem Edit, Media Composer bzw. Apple. Da gibt es diese beiden Programme Final Cut und Motion. Final Cut entspricht ungefähr dem Premiere Pro. Und Motion ist eben diese Animationssoftware, die ungefähr After Effects entspricht. Für Farbkorrektur und Grading benutzt man im Profi-Segment das DaVinci Resolve. Das ist ein ziemlich teures Teil. Die Software selber ist nur verhältnismäßig günstig. Die kostet im Moment sind 300 Euro, aber dieses lustige Board hier, das man hier sieht, das kostet mir schlappe 25.000 Euro. Also das ist wirklich eher was für den Profibereich dann schon. So schaut auch ein wunderschöner Schnittplatz aus eben, dass du deine ganzen Gerätschaften hast, deine Monitore und dergleichen. Und ja, das ist jetzt mein Schnittplatz hier in der Academy. Da habe ich gerade den Premiere Pro offen. Da schneide ich mir gerade lustigerweise an der ersten Punkshow, Nummer 85. Die ist wöchentlich auf unserem YouTube-Kanal eben präsentiert wird. Und ja, so schaut das Ganze aus dann. Das dann montierte Projekt, das ist jetzt wohlgemerkt nur 5 Minuten Projekt, das Ganze hier, so lange dauert diese Show ungefähr. Und man sieht schon, schaut schon ein bisschen lustig aus hier, die ganzen Sachen, man sieht hier die ganzen Keyframes, die gesetzt haben, um den Ton ein bisschen nachzupegeln, nachzukorrigieren, wenn irgendwas ist. Hier noch ein bisschen im Detail, die ganzen Geschichten, das sind quasi diese Zwischeneinblendungen für Fragen. Und so schaut dann diese Untersequenz aus, wo dann eben die Fragen dann nochmal von so einer Sprecherin vorgetragen werden. Und das Ganze eben sich ein bisschen besser anhört. So, Farbkorrektur, hier sieht man so ein bisschen, naja, mehr schlecht als recht. Helles, da schaut er ein bisschen ungesund aus, sage ich mal, auf diesem Bild von der AVR. Wenn man filmt so mit DSLR-Kameras und im Studio, sage ich mal, einigermaßen so Fotoboxen hat, eben so Softboxen, kann es sein, dass man einen ziemlichen Grauschleier drauf hat, vor allem auf den Hautton, und das schaut dann ein bisschen dunkel aus. Und das machen wir dann mit der Farbkorrektur, dass das Ganze ein bisschen crisper rüberkommt und es einfach gesünder ausschaut, das Ganze. Ja, wenn das Ganze dann eben zusammengestellt ist, das heißt die Musik eingefügt, alles schön zusammengeschnitten und dergleichen, ja, dann muss das Ganze dann ausgerendert werden und dann hast du letztlich das ganze fertige Videoprodukt. Ja. Und das waren so mal die Basics zur Videoproduktion. Gibt es irgendwelche Fragen? Ja, wie lange arbeitet ihr an diesen 5 Minuten? An diesen 5 Minuten, ja, das ist jetzt wahrscheinlich das Interessanteste. Also es dauert sehr, sehr lange. Du hast 5 Minuten, davon hast du ungefähr, na je nachdem, wir nehmen die erste Punkshow ja meistens so im Bulk auf. Das heißt, dass man sie ein bisschen vorproduzieren kann für die weiteren Wochen, weil man es hat natürlich also Videokurse zwischendrin. Zudem wird jetzt dann nächstes Jahr von der Investment Punk Academy ein MBA-Programm gelauncht, das heißt, die Lehrvideos sind ein bisschen aufwendiger zum Produzieren. Und insofern müssen die vorproduzieren. Das heißt, wenn wir so einen Bulk aufnehmen, so 4 bis 5 Shows, ist Aufnahmezeit 1,5-2 Stunden, Pi mal Daumen. Von diesen 1,5-2 Stunden, wenn ihr sagt, kommt dann Rohmaterial raus, irgendwas um die, also pro Show ungefähr so 15 Minuten, Pi mal Daumen. Und dann haben wir eine Sprecherin da, die bis die ihre Fragen, die eben von den Usern kommen, eingesprochen hat. Das sind einmal 20 Minuten, eine halbe Stunde pro Folge. Und dann die eigentliche Postproduktion, also an der Show jetzt, vorgestern habe ich gearbeitet, 2 Stunden ungefähr. Also kannst du sagen, für 5 Minuten brauchst du ein bisschen Zeit. Das Ganze zusammen zu montieren. Und vor allem das Längste, was am längsten dauert, letztlich ist, glaube ich, vor allem bei uns die Audiokorrektur, weil oft einmal so Schwankungen drin sind, oft einmal ist er recht leise, dann wieder recht laut. Also er hat einen relativ dynamischen Redefluss, sage ich mal, und Redelautstärke auch vor allem. Ja, also wie gesagt, die Postproduktion ist der Schritt, der wohl am längsten dauert von allem. Was noch Fragen? Ja? Gibt es irgendwelche Quellen, also hast du irgendwelche Tipps, Quellen, wo man die Postproduktion
das, gibt es einmal kostenpflichtig und naja, ansonsten gibt es YouTube-Tutorials Ende nie. Am besten einfach nur Premiere Pro eingeben, Tutorial und dann was du genau machen möchtest, was du wissen möchtest, dann kannst du dir auch super gut selber beibringen. Kostenpflichtig gibt es auch, ist weit professioneller, Kostenpunkt hat ungefähr 20 Euro pro Monat, das Netzwerk nennt sich lynda.com, wenn das jemand kennt. Da kannst du aber so ziemlich jedes Programm auf diesem Planeten lernen, also nicht nur Videobearbeitung, sondern alles drum und dran. Dann gibt es noch andere Seiten, wie zum Beispiel Video Copilot, die haben da immer recht nette Tutorials, vor allem in Sachen Animation, wenn man jetzt irgendwelche Trenner, Bauchbinden und dergleichen animieren möchte im After Effects. Also es gibt online genügend Quellen, um sich das selber beizubringen und auch innerhalb kürzester Zeit zu lernen. Das Tolle ist auch, wenn du dir einmal irgendein Schnittprogramm beigebracht hast, ob das jetzt Avid Media Composer, Premiere Pro, Final Cut, was auch immer ist, sie funktionieren alle gleich, alle nach demselben Prinzip. Einziger Unterschied ist, dass die meistens die Shortcuts ein bisschen anders sind. Aber du hast eben deine Timeline, wo du deine ganzen Videos montierst, darunter unterschiedliche Audiospuren, immer was quasi in der nächsten Spur drüber liegt, wird angezeigt. So, Moment, ich gehe mal kurz zurück. Genau, also man sieht es hier, das was da ganz rosa ist, das ist dieser Cornerbug, den man da unten sieht, dieses Logo von der Investment Punk Academy. Das heißt, würde das Video über diesem Logo liegen, über diesem rosa Bereich, dann würde man das gar nicht sehen. Also alles was oben drauf liegt, ist eben das, was man letztlich auf dem Bildschirm sieht, also dann auf dem Video sieht. Was könnte man hier noch erklären? Wie gesagt, das hier, diese Fragen, dieser grüne Bereich, das ist immer so eine Subsequenz, wo eben diese ganzen Fragen voranimiert werden. Das sieht man jetzt im nächsten. Da haben wir eben, wie gesagt, immer diesen Screenshot von der Frage aus YouTube, Facebook, wo eben die Fragen an den Investmentbank reinkommen. Das unterste ist eben so einfach dieser, so ein, wie sage ich jetzt, wird es nachher sehen, einfach so ein Background, damit das nicht einfach nur irgendwie auf Schwarz liegt, sondern dass das ungefähr unserem Aussagen entspricht. Und das andere sind einfach nur so sich bewegende Textelemente, die das Ganze einfach ein bisschen netter gestalten. Und darunter wiederum ist die Audiospur die erste, das ist eben die Sprecherin, die die Fragen dann einspricht. Jetzt bin ich zurück. Eben, da sieht man es jetzt noch mit diesem Cornerbug, wie man immer sagen, das, dieses weiße Logo da unten, das ist eben jetzt dieses, was vorher so pink war in dieser Datei. Ist das ja ein richtiger Hintergrund oder ist das ein Greenscreen? Nein, wo wir da drehen, das ist lustigerweise vor dem Fernseher. Also er sitzt da vorne im Fernseher, wir haben da einfach über einen USB-Stick haben wir einfach so eine Grafik, die wir da einstellen und von der sitzt er davor. Greenscreen ist also eine happige Geschichte. Kann man machen, aber es ist eine gefährliche Sache, weil wenn du im privaten Bereich und vor allem im Low-Budget-Bereich, sage ich mal, dir so eine Greenbox nutzt und das zu Hause in deinem 10 Quadratmeter Zimmer, sage ich mal, hinter dir aufstellst und dann stehst du da davor und hast am besten dann nicht mehr irgendein Ausleuchten, dann funktioniert die ganze Sache mit dem Greenscreen nicht. Weil du wirfst Schatten zum Beispiel auf den Greenscreen, das heißt, der hat dann natürlich, weiß jeder, wie Greenscreen funktioniert, oder? Also du hast quasi dieses Grün, der ist deshalb in diesem Grün, weil das ein Grünton ist, der in der Natur relativ selten vorkommt. Ja, vor allem in der Haut nicht. Ne? Genau, vor allem auch in der Haut nicht. Das heißt, wenn du dem Schnittprogramm dann sagst, von wegen, diese Farbe sollst du zum Alpha-Kanal machen. Alpha-Kanal ist einfach eine transparente Fläche, also dass irgendwas durchscheint dahinter. Dann würde ein Schatten zum Beispiel nicht durchsichtig oder transparent sein und das würde dann einfach komisch ausschauen. Außerdem musst du, wenn du ordentliche Greenscreen-Aufnahmen machen willst, relativ weit wegstehen vom Greenscreen. Wenn du zu nah dran stehst, hast du so einen sogenannten Greenspill. Das heißt, dann hast du da in der Seite irgendwie so grüne Ränder, schaut ein bisschen links und aus. Ne? Und also insofern, Greenscreen rentiert sich wirklich nur in entsprechend großen Räumen mit entsprechend professioneller Ausleuchtung. Also wie gesagt, du kannst es natürlich, wie gesagt, auch so im Kleinen machen, aber das Ergebnis ist meistens eher unbefriedigend und alles andere ist wirklich professionell. Wie schaut das aus, wenn ich vor dem Fernseher aufnehme? Gibt es dann nicht diese komischen Interferenzen? Interferenzen gibt es jetzt lustigerweise, naja, es kommt immer drauf an. Also wir hatten da öfter mal das Problem, dass es quasi dann irgendwie so geflackert Marie. Hat. Genau, Marie. Und wir haben das einfach immer so ein bisschen so sag ich mal,
prophylaktisch irgendwie so gelöst, da haben wir gesagt, okay, sitz dich einfach ein Stück weiter vor, weil bei entsprechender Kameraeinstellung hat sich das so eben nicht ergeben. Also das war immer so, probieren wir mal rum, dann sitzen wir nochmal 10 cm weiter vor, okay, es war ein bisschen 2, machen wir 5 cm zurück und so konnten wir das ungefähr umgehen. Aber ja, das Problem gibt es natürlich, aber in dem Fall, wenn du mal so eine ungefähre Position gefunden hast, dann geht es auch und dann hast du dieses Moiré eben nicht. Ja, genau, damit man übrigens auch so ein Moiré vermeidet, zum Beispiel, wenn man jetzt selber irgendwie ein Video aufnimmt, besonders irgendwelche, keine Ahnung, Pulis oder Hemden oder was mit einem sehr feinen Muster, dann kriegst du also ein komisches Flimmern rein irgendwie in der Bild. Also wenn ihr mal in irgendwelche Aufnahmen machen wollt, so Sachen wie sehr feines Muster oder sowas vermeiden. Anybody? Bitte. Siehst du die Wertschätzung, weil es ist ja eigentlich ein Haufen Arbeit, wenn du das so produzierst. Ja. Und wenn ich dann jetzt mit Firmen rede, also wenn der sagt, okay, ja, Video machen, der ja voll cool und lässig und so. Ja. Und dann, ja, was kostet das überhaupt? Dann hast du ja mal so quasi, naja, das ist aber schon teuer. Natürlich, ja klar, Frage, also die Wertschätzung so, ich meine, man muss jetzt mal so überlegen, wie gesagt, rein von unserer Ausrüstung ausgeht. Das ist schon, sage ich mal, mit der Ausrüstung kannst du schon einen Kurzfilm drehen, durchaus, low budget, sage ich mal. Wenn du sagst, allein die ganze Ausrüstung, die wir da haben, also die ganzen Softboxen, Kameras, Tonaufnahmegerät, Funkstrecken, Mikros, die ganze Litanei, ungefähr einen Wert von 20.000 Euro. Also wenn du sagst, okay, wenn du sowas dann im semi-professionellen Bereich oder ja, fast schon professionellen Bereich betreibst, sage ich mal, und das nicht entsprechend gewertet wird von den Firmen oder geschätzt wird von den Firmen, denkt man sich schon oft so von wegen, ja, überleg halt mal, was das kostet. Die haben dann einfach keine Vorstellung. Ne? Also ja, die Wertschätzung könnte besser sein in diesem Bereich, wenn man in der Videoproduktion arbeitet. Hat das das ungefähr beantwortet? Oder? Ja, könnte besser sein und die Frage ist, wie kriegt man die Leute zu der Wertschätzung hin, dass es einfach auch honoriert wird an. Das ist eine gute Frage, am besten Bewusstsein schaffen, ja. Indem man eben sagt, nee, okay, Equipment Schalar für eine semi-professionelle Produktion haben wir bei 20.000 Euro, allein dieses Equipment, die DSLR kann man so vergleichen, bitte. Das kann man so machen, dass man Business Case rechnet. Die Frage ist ja, welche Art von Video mache ich? Genau. Wenn ich ein Image-Video mache, wo sich die Firma sozusagen nur darstellt und niemand jetzt eine Kennzahl hat, die er damit erreichen möchte, kann ich es auch nicht messen. Aber wenn ich ein Video mache mit einem bestimmten Produkt oder einer Dienstleistung, die ich nachher über ein Jahr lang vielleicht oder ein halbes Jahr beobachten möchte und diesem Werbeaufwand ein Kennzeug gegenüberstellen möchte, den man sich überlegen muss, ja? Ich will einen Effekt damit erzielen und dann hat das typischerweise ein ROI. Und über den ROI, der üblicherweise auch bei Video eine gewisse Größe kriegt, weil es eben Faktor 100 ist zum Text oder Faktor 50 zum Bild, kann ich dem Management dann sagen, wenn du diesen Effekt in deinen ROIs erzielen möchtest, dann braucht man das Invest. Das ist einmal das, es ist, glaube ich, aber auch zunehmend durchaus ein bisschen schwerer, weil Thema viral, ja, es ist so ein Kampfbegriff, sage ich einmal, im momentanen Marketing. Und oft einmal geht dann jemand her von irgendeiner Chefetage und sagt, naja, mein, der hat das mit der Handykamera gefilmt, irgendein Kotz, der keine Ahnung, Klavier spielt und so, und das erreicht Millionen von Leuten. Das hat auch nicht irgendwas gekostet. Also insofern wird es natürlich schwer, sowas zu argumentieren, sage ich mal. Aber freilich, entsprechende Qualität kostet natürlich und du hast eine gegen jede Firma, kurz die rumläuft und keine Ahnung, dein Produkt gerade irgendwie bewirbt, indem du drauf spült, Hausnummer oder was, der Teufel, was du mitmacht. Ne? Also das ist durchaus schwer und wird wahrscheinlich auch schwerer. Ja, bitte? Es gibt eine gute Möglichkeit. Gute Videos anschauen, schlechte Videos anschauen. Genau. Und einfach nur ausarbeiten, was hat das Gute kostet. Und typischerweise springen die Chefs eher auf Maserati an, also wenn man was zeigt, was so toll ist, dass er es haben möchte, dann kann man auch sagen, was kostet. Aber die schlechten Videos sollte man auch sagen, dann weiß man, was ein Video um 2000 Euro kostet. Ja, danke für den Tipp. Ja. Also es ist natürlich immer schwer, sowas zu argumentieren, dann, aber ja. Wie gesagt, die Wertschätzung wäre nicht schlecht, wenn die ein bisschen höher wäre. Sonst noch irgendjemand fragen? Ich habe eine kurze Abschluss vorbereitet, also danke auch an die Internetzuschauer jetzt fürs Zuschauen.